Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Truck Driver. Ja, wir waren ja in der letzten Folge, sind wir ja hier an unserem Stammplatz nochmal schlafen gegangen. Ich habe jetzt vor, nochmal bei André vorbeizufahren, André Funa. Nochmal zu schauen, was er noch für uns hat. Und dann würde ich gerne auch nochmal gucken, dass wir irgendwie nochmal nach Pine Creek kommen. Weil da müssen wir bei dem Sven Nordlund, glaube ich, heißt der. Müssen wir auch nochmal weiterkommen. Und ja, schauen wir einfach mal. Wir fahren jetzt hier in die Nacht rein. Gucken, was André am Start hat. Ich hoffe mal, irgendwelche Aufträge, die wieder ein bisschen was freischalten. Müssen wir mal schauen. Aber ich habe jetzt André auch ausgewählt, weil der halt gerade hier von Südbay in der Nähe ist. Direkt um die Ecke. Ich würde nämlich gerne auch nochmal irgendwie an der Werkstatt vorbeifahren, nochmal neue Reifen aufziehen. Und in Pine Creek müssen wir auch nochmal gucken, was wir da noch so haben. Aber schauen wir mal, wo André uns jetzt hinbringt. Ich hoffe, er hat mal einen guten Auftrag irgendwo so da in die Richtung. Schauen wir doch mal. Wiedergutmachung, Auftrag für Kurzstreckentransporte. Wieder. Gute Neuigkeiten. Ich habe mich endlich mit bei Iona gemeldet. Oh, das ist schon mal gut. Ach du Scheiße, wir müssen nach Osterhafen. Echt? Das freut mich sehr zu hören. Sieht so aus, als ob sie sich am Ende doch nicht mit dem Feind verbündet hat. Sie brauchte bloß einen Job, der ihren Fähigkeiten entsprach. Ha, und da die Stelle in Westerhafen bereits vergeben war? Was? Oh, du meinst meinen Job? Ja, wir scheinen die gleichen Interessen zu haben und auch die gleichen Fähigkeiten, schätze ich. Das sehe ich genauso, wie dem auch sei. Ich gratuliere. Danke. Sag mal, könntest du mir einen Gefallen tun? Etwas, das... Wow. Okay, das kann ich mal lesen. Selbstverständlich. Ein Klient von mir hat eine Statue gekauft, die auf dem Gelände seines neuen Gebäudes zur Schau stellen möchte. Eine Statue? Okay, was soll ich sie, wo soll ich sie abholen? Osterhafen, um genau zu sein. Ausgerechnet dort, ich bin schon unterwegs. Naja, gut, okay. Nach Osterhafen wollte ich jetzt erstmal eigentlich nicht, aber gut. Was sollen wir machen? Wir müssen jetzt einmal darüber fahren. Kommt auf dem Weg, kommt eigentlich nichts, ne? Verdammt. Ja, da würde ich sagen, aber dann mache ich das auf jeden Fall, weil eine lange Leerfahrt, übel. Regt mich gerade ein bisschen auf, aber gut, okay. Ich hätte besser die Kurzstreckentransporte genommen, aber was soll's. Können wir leider nicht ändern, dann muss ich halt alleine durch die Nacht fahren. Was soll's. Würde ich sagen, ja. Mach ich das mal eben. So, Freunde, wir sind wieder in Osterhafen. Sehr schön, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Das ist immer dieses anders Nervige, wo ich mir denke, er muss das sein. So eine lange Fahrt und ja, so eine lange Leerfahrt, das möchte ich euch im Video einfach nicht antun. Deswegen schwul ich sowas dann lieber vor. Weil das eigentlich dann auch nur... Ja... auf die Straße gucken ist halt, ne? Und ja, deswegen. So, wir sind jetzt hier nachts um 3 Uhr angekommen, kurz vor 3. Jetzt müssen wir mal schauen, wo jetzt hier dieser Brunnen steht, dann holen wir den mal ab. Das dürfte ja eigentlich auch wieder so ein Spezialtransport sein.
Schauen wir mal. Wir müssen unbedingt in die Werkstatt. Wir müssen ganz dringend in die Werkstatt. Wir brauchen neue Reifen. So, da steht das gute Stück doch schon. Ich sehe ihn doch schon. Herrlich. Sieht aus wie die Freiheitsstatue. Komm mal rum, sehr schön. Kommen wir da dran? Nee, kommen wir nicht ganz. So, das gute Stück hängt dran. Ich bin in Osterhofen, André. Möchtest du, dass ich deiner Stiefschwester ein Hello von dir, ein Hallo von dir ausrichte? Du hast meinen Segen. Was ist mit dieser Statue, die ich transportiere? Und warum würde ich auch. Was? Würde ich mir einen Gefallen tun? Oh Gott. Sie ist ein wahres Kunst. Alter. Hast du Juna eingeladen, sie sich in Westerhofen anzusehen? Habe ich. Sie wird bei der offiziellen Enthüllungsfeier mit dabei sein und anschließend werden wir zusammen Arm essen. Das ist ja großartig. So, die Hälfte von dem Text konnte ich jetzt nicht lesen, weil das schnell ging. Oha. Eine krasse Statue. So, dann würde ich sagen, bringen wir das gute Stück mal zurück zu André. Also, auf jeden Fall, was schon mal gut ist, dass André und Jona sich da wieder annähern, dass sie sich vertragen. Das liest man doch gerne, auch wenn ich nur die Hälfte davon gelesen habe. Aber da scheint doch ein Familienstreit beigelegt zu sein. Das hören wir doch schon mal gerne. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir dieses Riesenviech hier heile in Westerhaven ankommen lassen. Aber das sollten wir, denke ich mal, ohne Probleme schaffen. Bis dato ist alles heile angekommen. Also von daher schauen wir mal, dass wir jetzt hier mal eine ordentliche Tour zurückfahren. Außer es fährt mir natürlich wieder ein NPC in den LKW, dann könnte das unter Umständen anders aussehen mit dem Heile anbringen. Mir fehlt der rechte Außenspiegel. Der fehlt mir irgendwo schon ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber andererseits, so ist es auch ein wenig realistischer. Und ja, wie gesagt, bei Screenshots finde ich das halt auch angenehmer. Und ich gehe definitiv jetzt nicht ins Menü, weil sonst die Aufnahme wieder weg. Das habe ich ja auch gelernt, dass man das nicht machen sollte. So, dann schauen wir jetzt mal. Eine lange Tour. Aber wie viel haben wir jetzt? 4.46 Uhr. Ja, ich denke mal so 7, 8 Uhr morgens, wenn wir da ankommen. Und dann geht es auch schon wieder fast schlafen, so wie das aussieht. Und dann müssen wir unbedingt mal irgendwie gucken, dass wir in die Werkstatt kommen. Also Werkstatt wäre schon echt essentiell. Neue Reifen sind schon irgendwie Pflicht. Einmal. Wir könnten auch mal so langsam wieder über einen neuen LKW nachdenken. Wobei ich noch mal gucken müsste, was wir hier noch mit den LKWs. Wobei andererseits wieder ein neuer LKW, müssen wir wieder von vorne anfangen zu leveln. Das ist auch blöd. Das ist irgendwie ein bisschen dumm. Oder was heißt dumm, aber dass ich dann halt immer wieder meine XP-Punkte für die gleichen Sachen ausgeben muss, für den jeweiligen LKW, kommt man irgendwie nicht so gut vorwärts, ne? Na egal, schauen wir mal. Ich würde auch gerne mal nochmal neuen Kunden hier freischalten. Ich schätze mal, da müssen wir für den Sven Nordlund noch ein paar mehr Aufträge fahren.
Das will ich da auch noch mal in Angriff nehmen. Dass wir da vorwärts kommen. So, ab geht's. Einmal geradeaus, bitte. Was haben wir denn? 4,2 Kilometer. Ah, ach krass. Da steht sogar, wann wir ungefähr ankommen. 8.17 Uhr. Auf dem Navi, das habe ich noch gar nicht gesehen. Also geplant. Ja, dann lag ich ja mit meinen 7, 8 Uhr gar nicht so verkehrt. Da hatte ich noch nicht mal drauf geguckt. Aber die Zeit wird irgendwie immer länger. Na, jetzt wird es ein bisschen kürzer. Da kommt nix. Sonne geht auf, so langsam. Wir haben 6:30. Zwei Ingame-Stündchen noch fahren. Das passt. Das ist okay. Hier schön durch die Pampa fahren. Ich habe auch festgestellt, dass jetzt mit dem neuen Headset, das klappt eigentlich ganz gut. Okay, meine Stimme hört sich minimal heller, glaube ich, an. Oder ja, ich sag mal, mehr als würde ich in einem leeren Raum sitzen. Für mich zumindest, wenn ich mir das so in den Videos angucke. Aber die Störgeräusche sind weg. Also irgendwo scheint das alte Headset da einen weggehabt zu haben. Und dann habe ich lieber eine etwas... ja, hellere Stimme, sage ich jetzt mal. Als immer dieses Brummen da drin, das ist ja voll nervig, das geht ja mal gar nicht. Naja, mal schauen, vielleicht kann ich mir irgendwann mal einen PC zulegen, dann kann man auch mal ein Mikrofon verwenden. Dann kann man das vielleicht ein bisschen einfacher machen. Wird wohl aber nichts mehr dieses Jahr, so wie es aussieht. Dafür steht noch zu viel an. Komm, fahrt hier mal. Jetzt bremst dich wieder wie so ein Wahnsinniger. Welch wahnsinnig. Gurke hier. Komm, auf geht's hier. 30, hier ist 50 erlaubt. Darfst auch 70 fahren. Ich gebe dir grünes Licht. Und wenn du irgendwo rotes Licht siehst, was kurz aufblinkt, dann ja, deine Schuld. Voran. Auf dem Hinweg nach Osterhafen konnte ich ja den einen oder anderen auch überholen, ohne Anhänger. Wobei eigentlich für die Nacht wirklich viel Verkehr war. Ich sehe schon wieder Bremslichter, hör auf damit. Ja genau, bieg mal ab, das finde ich sehr gut. Na gut, okay, der nächste fährt mir vor die Karre. Er bremst natürlich mal eiskalt. Nimmt dann den anderen die Vorfahrt, also ja. Die wissen, was sie tun, auf jeden Fall. Juhu, wir sind fast da. Wir sind fast da. Nur noch hier um die Kurve und dann sind wir da. Weg da. So, André, wo soll dann das gute Stück hier hin? Die gute Statue.
Ja, wir müssen auf jeden Fall schlafen jetzt gleich. Da führt kein Weg dran vorbei. Der hier links. Ja, sehr schön. Herrlich. Das ist ja gut. Ich bin dir auf ewig dankbar, mein Freund. Ich kann es kaum abwarten, den Ausdruck auf Jonas Gesicht zu sehen. Danke für einfach alles, was du getan hast. Ich danke dir ebenfalls, André. Ich wünsche dir und deiner Schwester alles Gute. Du hast etwas Neues freigeschaltet. Quest in Ruins LH 8x6. Kann jetzt manuell, kann man jetzt im Laden kaufen. Sehr schön. Ja, das finde ich doch nice. 2700 XP hat es gegeben. Wow. Okay, also das mit den XP, das geht jetzt ein Ticken schneller anscheinend, ne? Würde ich jetzt mal so behaupten. Was haben wir denn jetzt hier? Ne, halt. Fähigkeiten. 5 Kilometer müssen wir noch fahren mit dem. Ach ne, mit dem Quest. Ah ne, wir fahren auch Quest. 5 Kilometer noch. Machen wir da auch. Dann kriegen wir Ahornblattbraun als Farbe dazu. Ventur müssen wir noch kaufen. Das ist hier. Vorsichtiger Fahrer, unfallfreies Fahren. Ja, da kommen wir auch nochmal dazu. Tiefgekühlt müssen wir noch eine Mission fahren. Um dann noch einen aufzusteigen. Das wäre dann bei Charlie. Ja gut, wir müssen jetzt eh erstmal schlafen gehen. Würde ich sagen, fahren wir schnell nach Sweetby wieder. Auf unseren Stammplatz. Kein Hänger dran hängt, bremst er noch einigermaßen, aber es wird langsam kriminell. Zum Glück ist der Schlafplatz hier nicht weit weg. Bevor ich da jetzt gucke, gucke ich mal gerade eben hier drauf. Und zwar, ja, wie machen wir das denn? Eine tiefgekühlt soll man noch, müssen wir noch fahren, ne? Ja, komm, dann machen wir das so. Ich schlafe jetzt, dann fahre ich, da mache ich aber einen Cut. Das schneide ich dann raus, in die Werkstatt, repariere den LKW, fahre dann nochmal zu Charlie und dann machen wir von da aus weiter. Dauert jetzt für euch einen Schnitt. Vielleicht zwei. Schauen wir mal. Dann gebe ich mal Gas. So Leute, da sind wir jetzt gerade mal kurz in der Werkstatt hier. Nice. Hat ein paar Minuten gedauert. Herrlich, da können wir den nämlich jetzt hier mal endlich reparieren. Reifen neu. Motor reparieren, ja, machen wir auch direkt. Haben wir hier irgendwas freigeschaltet, außer Farben? Das ist Dünger. Nee. Motorhammer. Ich habe unterwegs dann nochmal $250 Strafe kassiert, weil ich über eine rote Ampel gefahren bin. Also die Ampel, ich stand an der Ampel, zwei Autos vor mir. Die Ampel wird grün, die beiden fahren los, ich fahre los. Und wie ich auf der Linie bin, wird die Ampel rot.
250 Dollar. Ja, moin. Ja, damit haben wir doch eigentlich alles. Was haben wir hier? Bis auf den Ventor EZ Beast. Der 15,5 kostet der nur. Ah, hier sind die manuellen. Oh, ich habe mich jetzt an das Automatik gewöhnt. Das ist okay. Also ich lasse das jetzt mal so. Ja, möchte ich verlassen. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim Charlie. So, Leute, da sind wir bei Charlie angekommen. Ja, für euch waren es jetzt eben zwei Schnitte, weil, ja, wie gesagt, das ist jetzt mal eine sinnlose Tour gewesen, aber das musste jetzt unbedingt sein. Und ja, jetzt hoffe ich mal, dass ich hier von Charlie nochmal so einen Tiefkühlanhänger kriege. Dass wir hier da dann auch nochmal die nächste Quest abschließen. Auftrag für Kurzstrecken. Das ist das Einzige, was ich noch für den fahren kann. Ach, guck an. Okay. Kümmere dich doch bitte um diese Ladung, ja? Ja, kein Problem. Gucken wir mal, wo steht der? Jawohl, das ist ein Tiefkühlanhänger. Sofort, Charlie. Ich sende dir die Wegbeschreibung an dein Navigationsgerät. Pufferfisch. Pufferfisch war doch Dingens, ne? Kugelfisch, oder nicht? Einmal rückwärts ran. Sehr schön. So, wo soll es denn hingehen? Mal gucken hier. Nach Isis Park. Ja, da waren wir doch auch schon mal. Das ist wirklich ein Kurzstreckentransport. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, ne, fahren wir mal los. Können wir schon mal Licht anmachen. Wird langsam dunkel. Fahren schon wieder in die Dunkelheit hinein. Eins, nice. Das Ding ist ja wirklich dann Kurzstreckentransport. Aber das könnte jetzt dann unsere Quester ein Level da oben treiben. Ja, da noch ein Tiefkühltransport und das dürft ihr als Tiefkühltransport hier zählen. Oh, mal schauen. Muss mal hier mal vorwärts kommen. Komm, fahr mal zu. Ach so, ja, was ich noch sagen wollte. Ich bin 3 Meter aus der Werkstatt gefahren. Also ich war noch nicht mal über diese erste Kreuzung drüber. Da hatte ich dann dieses, was war das, Ahorn, Braun, irgendwas da freigeschaltet. Hab ich auch gedacht, ja moin. Das hätte auch noch die 3 Meter, bevor wir in die Werkstatt gegangen sind, passieren können. Ich bin aber dann nicht mehr umgedreht und hab's mir nochmal angeguckt. Ich habe keine Lust zu. Komm, fahr hier, Kollege, nach vorne. Ich will vor Einbruch der Dunkelheit da ankommen. Werde ich nicht schaffen, aber schön wäre es. Lass mich raten. Ja, da findet natürlich jetzt auch noch recht. Warum fahren die eigentlich immer in die gleiche Richtung, da wo ich gerade hinfahren will? Das ist, glaube ich, nur so zum Trollen, ne? Erhöht die Möglichkeit, dass er vor mir schlagartig bremsen kann. Das Gebäude, da sind wir dann doch schon da. Sehr schön.
Da sind wir doch schon. Ja, sehr schön. Das sieht auch geil aus, ne? Moment. Ja. Der beleuchtete Turm, das kann schon was. Also das muss ich sagen, da, also was so die Nachtoptik ansieht, das gefällt mir schon für das, was da ist. Könnte auch ein bisschen mehr noch sein, aber so muss ich sagen, das gefällt mir immer nach wie vor. Guten Tag, wo soll das hin? Oh ja, Moment. Komm schon rum. Das sieht gut aus. So steht er doch perfekt, ne? Würde ich sagen, Mission abgeschlossen. Sehr schön. Danke, dass du den Auftrag erledigt hast. Hier ist dein Lohn. 80 fürs Abladen. Was kriegen wir noch? Du hast etwas Neues freigeschaltet. Indisch Blau kann jetzt im Laden gekauft werden. Sehr schön. 721 Euro in unsere Tasche. Finde ich gut. 400 XP für unsere Tasche. Finde ich auch gut. Gar nichts, was hier hinter uns steht. Spiegelt aber ganz komisch, da der LKW. Irgendwie. Ja, naja, dann haben wir das doch erledigt. Was machen wir denn jetzt? Dann können wir doch eigentlich uns auf den Weg nach Estes Park machen, würde ich sagen. Das machen wir auch. Ich würde aber sagen, in der nächsten Folge machen wir das. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und ja, wie gesagt, nächste Folge dann gehen wir zu Sven Nordlund. Gucken wir, was der so für Aufträge noch für uns hat. Weil Charlie Dover haben wir ja jetzt soweit fertig. Für den können wir nur noch Kurzstreckentransporte machen. Ja, und dann müssen wir mal gucken, was noch so kommt, ne? Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder dabei. Lasst gerne mal einen Kommentar und ein Däumchen nach oben da. Und ja, schaut doch mal auf meinen Kanal, in die anderen Videos rein. Und ja, dann würde ich sagen, bis demnächst wieder, wenn es wieder heißt, wir gehen wieder auf Axel. Ciao, ciao!